Yo, moin moin, herzlich willkommen zu Tim Wieses Road to WrestleMania hier in WWE 2K15. Mein Name ist Matthias, aka The Bombardin, aka der Gast-Let's-Play-Typ hier. Und es geht hier gleich weiter mit der Nachricht von Shawn Michaels, der, naja, hofft, dass wir ihn nicht enttäuschen bei Hell in a Cell. Und da ist auch schon das Match. Und ich frage mich ernsthaft, wirklich Tyson Kidd? Wirklich Tyson Kidd? Das ist doch scheiße. Haben sie keinen besseren gefunden als Gegner? Ich meine nichts gegen Tyson Kidd, aber... Und es ist nicht mal ein Hell in a Cell Match, sondern es ist einfach nur der Pay-Per-View. Ja, da bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, aber naja, gut. Wir machen das trotzdem. The Bad Guy. Der macht das. The Bad Guy. Vor allem Tyson Kidd, den haben wir ja schon unendlich oft besiegt, eigentlich. Naja, was soll's. Zack! Und Shawn Michaels wirkte gerade so ein bisschen geschockt. Ich weiß nicht warum. Wir haben ihm ja nichts getan oder so. Oh, Konter von Kidd. Russian Leg Sweep. Aua. So, der Tie-Up. Und wie ist es vorne? Ah, Takedown. Na komm. Zack, da bekommt es noch eine kleine Schelle hier. Oh, wieder der Konter. Und wieder der lahme Elbow Drop. Aber der Kopfstoß. Zack, fliegt, mein Freund. Und der Big Boot. Oh, Konter von Kidd hier. Den Signature gekontert. Das bekommt er zurück. Aber doppelt und dreifach. Oh, Schelle geht daneben. Aber jetzt. So, mein Freund. Wir dürfen ihn ja, ne? Also wir dürfen ihn ja gegen die... Das ist ja erlaubt. Na gut, falsche Richtung. Ich wollte ihn eigentlich gegen die Ringtreppe schicken hier. Aber gut, da macht's auch Spaß. Ja, könnten wir bitte hier mal... Shawn Michaels zählt gar nicht an. Ich frage mich gerade, ist das ein No-DQ-Match? Können wir das irgendwo sehen? Match-Optionen? Sehen wir jetzt gar nicht, ne? Hm. Naja. Wir machen einfach weiter. Macht ja Spaß, den Kerl hier so richtig zu vermöbeln. Ja, er zeigt den Daumen nicht nach unten, der Bring-It-Typ da im Publikum. Sondern das war so ein Mad-Daumen. Oh, jetzt war es der Daumen nach unten. Was? Warum? Ey, Shawn, ich glaube, du spinnst. Du hast nicht mal angezählt. Shawn, warum? Ich glaube, das war ein einwandfreies Match mit einem tollen Ringrichter, der auch noch ziemlich gut aussieht. Wenn dir das nicht gefällt, habe ich zwei Worte für dich. Suck it! Du Penner. Ich würde gerne gegen ihn fäden. Naja, Batista besiegt John Cena in einem Hell in a Cell Match. Naja. So, jetzt haben wir wieder nichts mehr auf dem Plan. So, was machen wir? Nee, ich will nicht gegen... Dann treten wir gegen Seth Rollins an. Bevor wir gegen Solz Tucker schon wieder ran müssen. Ach, das war ja jetzt doof, ey. Das war doch jetzt echt kacke, der hat nicht mal angezählt. Aber scheinbar galt der 10-Count doch und deswegen war es ein Unentschieden. Das ist doch doof, oder? Also wenn wir ehrlich sind, das ist doch scheiße. Kotzt mich hier an, hier!
Naja, dann muss ich meine Aggression eben an Seth Rollins ablassen hier. Im wunderschönsten Dark Match aller Zeiten. Kopfstoß. Endlich wieder mit richtigen Referee, wohlgemerkt. Endlich wieder mit einem Profi. Ah, Shawn Michaels ist echt kein guter Referee. Das haben wir jetzt auf jeden Fall gesehen. The Bad Guy. Ich finde, die sagen das immer so schön. The Bad Guy. Ah, Konter hier von Rollins. Oh, da hat er Tim unter Kontrolle. Kann ihn wegschubsen. Oh. Kleine Umarmung hier von Tim. Wir haben schon lange keinen Leg Drop mehr gesehen. Irgendwie will Tim den einfach nicht mehr ansetzen. Ah, jetzt auch nicht. Aua, aua. Zack. Oh, wieder Konter hier von Rollins. Oh, er hebt Wiese an. Fisherman Suplex. Das hat wehgetan. So. Und Wiese mit der Randy Orton Legend Killer Gedächtnispose. Schöner Suplex hier. Na komm. Steh auf, kleines Kindchen. Die drei Deutschen. Nummer eins. Und die zwei. Zack, die drei. Na, Seth, hast du noch nicht genug? Offensichtlich nicht. Und der Rope Break. Die Biceps Powerbomb führt hier noch nicht zum Sieg. Aber vielleicht ja das. Eins, zwei. Ah, reicht noch nicht. Schöner Scoop Slam. Und Tim will fliegen. Flieg! Yeah! Und da ist er wieder mal, der Leg Drop. Lang ist es her. Willkommen zurück, kleiner Leg Drop. Oh, starker Konter hier von Rollins. Jetzt hat er ihn. Nochmal der Fisherman Suplex. Oh, Knee Drop. Direkt auf den Kopf. Und Wiese erstmal raus. Das kostet Ausdauer, aber manchmal ist es notwendig. Na komm. Zack. So, erstmal zurück in den Ring hier. Und kurz mal ein bisschen feiern. Na komm. Oh, er nutzt sogar die Treppe, der Feine, her. Ich helfe dir mal rein. Jawohl. Eins, zwei. Bam. Oh, oh. Oh, oh. Abstoß. Voll in die Fresse. Eins, zwei, drei und tschüss. Einfach. Und das war doch jetzt ein Top-Match, oder? Also wenn das kein Top-Match war. Tim V.
Ja, a lot of aggression. Tim ist wirklich pissig gewesen in diesem Match. Nach der ganzen Geschichte mit Shawn Michaels kann man auch mal ruhig sauer sein, glaube ich. Batista hat verteidigt. Survivor Series sind schon wieder vorbei. So, aber sie haben wieder nichts für uns. So, Dark Match gegen Roman Reigns oder... Wir nehmen das Vorbereitungsmatch gegen Big E Langston. Ist ja mittlerweile bei New Day. Geiles Stable, wie ich übrigens finde. Zumindest als Heels, als Faces waren die ja, naja, ziemlich langweilig. So, der Tie-Up. Und Wiese, wie soll's auch anders sein? Natürlich. Natürlich der Stärkere im Moment. Oh, gut gekontert hier von Big E. Aber das kann er nicht kontern. Und die erste Powerbomb. Yeah! Wiese hat die Macht und die Kraft. Und auch den Tie-Up will er natürlich gewinnen. Tut er auch. Oh! Da wäre er fast noch hängen geblieben. Und jetzt muss er den Backbreaker einstecken. Und der Big Boot. Jetzt hat er gesessen. Bam! Leg Drop. Yeah! Immer schön feiern, immer schön taunten, aber jetzt der Reversal hier. Aber Wiese kann raus. Und er packt ihn. Er packt ihn. Bam! Und das sollte eigentlich reichen. Big E ist jetzt nicht der stärkste Gegner. Signature Move. 1, 2, 3. Ich hoffe, er kontert jetzt nicht. Nein, tut er nicht. Das war's. 1, 2, 3. Dankeschön. Wunderbar. Kurzer Squash hier. Zack. Und Wiese gewinnt. Ja, kurzes, knappes Match hier. Noch zum Schluss dieser Ausgabe. Großartig natürlich. Und das soll es für diese Woche auch schon wieder gewesen sein. Batista ist immer noch der Champion. TLC ist auch vorbei. Das war's wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.